Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Stellaris Utopia. So, das letzte Mal haben wir krasse technologische Fortschritte gemacht. Ja, und da geht's auch direkt weiter. Kernsektor, Systeme, noch plus eins brauchen wir erstmal nicht. Hydrokulturfarm wäre geil. Biolabor 2 wäre auch was. Bio sind wir aber ganz gut unterwegs. Bei Physik wäre sinnvoller gewesen. Ich denke, ich nehme erstmal tatsächlich die Nahrung. Ja, die Nahrung wird es werden. Aus dem einfachen Grund, wir kratzen da immer unten am Minimum rum. So. Gleich erforschen. Ganz weiter, ganz oben auf der Agenda stehen immer noch Planetenausbau und Flottenausbau. 12 Monaten haben wir Kreuzer. Achso, wir haben das letzte Mal, glaube ich, auch neueren Energiekern erforscht. Ja, den setzen wir auch direkt auf unseren Schiffen ein. Vielleicht können wir dafür den kicken und ein Stufe 2 Schild. Geht sich genau aus. Können wir uns aber sparen, weil wir bald Stufe 3 Schilde haben. Dann behalte ich lieber die Plus-Energie schon mal. Muss ich gleich weniger umbauen. So, das sollte dann für den Umbau noch genügen. So, und bessere Punktverteidigung müsste auch bald kommen, ne? Ne, die haben wir nicht erforscht, schade. So, die konnten wir alle nicht terraformen hier, weil wir dafür Atmosphärenmanipulation brauchen. Das sind alles tropische Welten. Oder halt Wüstenwelten. Uralte Rettungskapsel. Ja, hier bauen wir den Außenposten, den können wir dann terraformen. Das ist also das nächste Projekt. Jetzt erstmal wieder einen Zerstörer bauen. Und gucken, was die Planeten noch so hergeben. Nahrung ausbauen. Der kann ja erstmal darüber. Hier kann man auch noch ausbauen. Energie haben wir auch wieder auf dem Schirm, was dringend erweitert werden muss. Also bauen wir hier Energie hin, sobald der hier durch ist. Noch so viel zu tun. Evading hostile fleet. No. Kurz vom Ziel. Ah. Da ist keine andere Bahn hin. Dann stellen wir den auf passiv und schicken den darüber. So. Kann er sich das Evaden sparen? Construction complete. Da haben wir ein neues Reich entdeckt. Oder das uns besser gesagt. Unter uns auch noch. Construction complete. Das ist ja schade. Hier sollte dringend schon mal der nächste wieder freigeräumt werden. Energie. Ja, und Nahrung gleich auch. Dann bauen wir da wieder einen Roboter und bauen da Nahrung drauf. Das hier wird dann auch Energie. Dauert eh noch. Also noch ein Kraftwerk jetzt bauen lohnt sich erstmal nicht. Da muss jetzt die Bevölkerung wachsen. Construction complete. Ja, die müsste ich auch mal ausbauen hier. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch einen über, weil wir die Polizei inzwischen auch durch hatten. Die Technologie, dass wir eine neue Staatsauswahl haben. Polizei kam ich jetzt, weil ich Polizeistaat gelesen habe.
Brauche ich nicht. Ja, das können wir alles nicht nehmen. Ich denke, der Naturschützer mit 20% weniger Konsumgüter. Ja, so viel ist noch nicht. Ich denke, ich würde das trotzdem erstmal nehmen. Colony established. Construction complete. So, reformieren. So, und noch ein Zerstörer. Gucken, was er da unten alles rauszieht. Anomaly found. So, gleich erforschen wieder. So, der neue Planet ist besiedelt. Der hier will unbedingt Roboter haben. Das Feld schreit eigentlich auch danach. So, hier geht's bald weiter. Construction complete. Hier ist noch voll im Gange. Hier können wir schon mal ausbauen. So, und das nächste wird jetzt auf jeden Fall, dass der hier gleich frei wird, nachdem ich hier noch einen freigeräumt habe. Jo. Das gibt einen kleinen Forschungsboost und Einigkeit. Sehr schön. Dann jetzt weniger Baukosten für Schiffe und planetare Baukosten. Auch sehr gut. Oh, geht gleich weiter. Research complete. Gebäudeunterhalt haben wir. 46, das lohnt sich. Und Schiffsunterhalt haben wir Mineralien. 9. Unter 15. Da lohnt sich auf jeden Fall erstmal der Gebäudeunterhalt. So, als nächstes kommt dann der dran. Auch nur noch 13 Monate. Das geht dann hier richtig fix. Technologie auch schon wieder durch. Oh, okay, ich muss mal kurz pausieren. Es ist ein bisschen Friedensangebot. Okay, die haben Frieden geschlossen. Müssen wir gleich mal gucken, was sich geändert hat. Brauche ich Panzerung, Kreuzerwerft, wirkt schön. Ich werde das Plasmatriebwerk, glaube ich, nehmen, oder? Oder den Nachbrenner. Ich nehme das Plasmatriebwerk, damit meine Schiffe ein bisschen fixer sind. So, und es scheint tatsächlich ein weißer Frieden geworden zu sein. Also, keiner hat irgendwelche Forderungen durchgedrückt, so wie es aussieht. Oder? Wir schauen mal nach. Sind noch verfeindet? Ne? Okay. Ich werde mit denen jetzt auf jeden Fall einen Defensivpakt schließen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir stark genug werden, dass wir im Zweifelsfall ihn ans Bein pinkeln können. Ach siehst du, ich wollte hier noch ein Geländefeld freiräumen. Egal, machen wir gleich. Nächsten Monat. Und ja, dann geht's jetzt ans Kreuzerdesign. Was ich auf jeden Fall haben will. Ups. Oh ja.
Punkt Verteidigungswaffen und ein Hangar. Ein L-Bug ist gut. Und Breitzeit, ja. Ja, machen wir den auf relativ schwere Waffen, würde ich sagen. Oder? Die Gegner momentan ja nur Korvetten. Unser Hauptgegner, sag ich mal. Dann nehmen wir erstmal nur M-Waffen. Research complete. Allzu lange Strecke haben wir dann ja die Jäger. Die helfen auch gegen seine Raketenübermacht. So, jetzt geht's erstmal in die Energieerzeugung hier. Ich werde die Schiffe erstmal pur auf Schilder auslegen. Das werde ich mir dann anders überlegen, wenn er irgendwelche anderen Waffensysteme einsetzt. Atmosphärenmanipulation, sehr schön. Auch wenn ich mir jetzt alles andere mal kurz angucke, ist für uns das hier das Sinnvollste, damit wir die Planeten terraformen können. Und da müssen wir sehen, dass wir mehr Energieeinkommen generieren. So, hier darf ein Roboter hin. Da ist ein Bau. Da ist auch in Arbeit. Schilde. Plasmawerfer wäre schön. Der neue Antrieb wäre auch schön. Schildkondensator ist optimal für meine Technologie gerade. Also nehmen wir den auch. So, und dann ganz wichtig jetzt erstmal hier einen freiräumen. Ich hab mich für den entschieden. Mal kurz zurück. Weil Physikforschung ist bei uns die schwächste. So, und Raumhafen ausbauen, damit wir Kreuzer bauen können. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir den ersten Kreuzer fertigen können. So, und wir werden uns jetzt erstmal weiter auf Energieproduktion fokussieren, damit wir uns die Terraformings leisten können. So, das sind wieder 6 Energie zusätzlich. Dann müssen wir noch 2 Raumhäfen bauen, damit wir auch genug Einheitenlimit frei haben. Unser Konstruktionsschiff hat ja noch satt zu tun hier. Zack, sehr schön. So, Terraforming kostet 2000 Energie, müssen wir noch ein bisschen sparen. Vielleicht will ja unser Nachbar mit uns Energie handeln. Ich will Energie von dir. Oh, er hat keine Energie. Okay. Vergessen wir das. Schade. Er hat die gleichen strategischen Ressourcen wie ich. Hilft mir da also auch nicht. Stelle ich die beiden mal hier auf automatisch erkunden. Den schicke ich da mal noch wieder raus. Construction complete. Bevor das noch in die Hose geht. Ja, das hier wird noch alles ein bisschen dauern. Was ich hier auch noch brauche, ist so ein Monument. Ja, das waren die.
Das hier dauert alles noch ein bisschen. Da haben wir schon wieder die nächste Tradition. So, geboren in der Leere oder galaktische Wunder. Construction complete. So, das Fleisch ist schwach, kann man jetzt machen. Sehr schön. So, damit haben wir den ersten wichtigen Perk quasi zum Androiden freigeschaltet jetzt. Situation log updated. Uiuiui, ist das teuer. Okay. Okay, was erforschen wir jetzt gerade? Plasmatriebwerk noch 4 Monate, das warten wir noch ab. Damit das zumindest noch fertig wird. So, das Forschungsschiff wieder auf ausweichen stellen, auch erkunden lassen. So, da ist einer abgewandert. So, hier kann ich jetzt auch ausbessern. Würde ich auch mal tun. So, hier ist auch noch genug Arbeit am Gange. Hier kann ich langsam mal Nahrung bauen. Noch so viel zu tun hier. Construction complete. So, die Energie hier noch mitnehmen. System survey complete. Der sollte auch soweit jetzt durch sein. Dann bauen wir jetzt nämlich als nächstes hier einen Kreuzer. Research complete. Da ist das Plasmatriebwerk, wie gewünscht. Nehmen wir den hier. Und jetzt erforschen wir unser Spezialprojekt. Den können wir auch noch eben mitnehmen hier. Den ist erstmal genug sparen für den ersten Kreuzer. Aber wir wissen ja, dass der eine brutale Flotte hat. Weltraumwolken. Situation log updated. Ja, wir sparen lieber auf den ersten Kreuzer. 2 Monate dauert das. Jetzt noch einen. Können wir uns schon mal Gedanken machen, was der nächste Baum wird? Nanu? Er beleidigt uns. Na, viel Spaß dabei. Genau, welchen Baum ich als nächstes nehme. Special Project complete.
Das hier wäre schon mal eine coole Sache. Deswegen. Und deswegen. Auf jeden Fall den hier. Grenzaußenposten, Unterhaltskosten minus 50%. Wir zahlen jetzt für Grenzaußenposten 3. Das heißt dann nur noch 2. Das wäre natürlich eine dolle Sache. Das erhöht unsere Grenzreichweite. Das wäre auch sehr cool. Das hier ist halt sehr offensiv. Ja, diplomatischen Krams brauchen wir erstmal nicht, denke ich. Wir könnten dann vielleicht eine Föderation gründen mit unserem Defensivpaktpartner. Alien-Tourismus, dynamischer Ökomorphismus. Das macht die Kriegspunktkosten geringer. Okay, für Unterwerfung anderer Reiche. Oh, das ist natürlich eine sehr coole Sache. Das ist auch sehr cool. Ah, zack. Wir können Kreuzer bauen. Ich denke, ich werde auf Ausbreitung gehen. Erstmal den hier. Hauptgebäude produzieren zusätzlich Einigkeit. Und dann, dass wir einfach hier schnellere Außenposten, also billigere Außenposten haben. Weil wir werden hier einige Außenposten brauchen, das hier zu halten. Weil die einzig bewohnbare Welt, da lasse ich erstmal die Finger von. Weil Gaia-Welt und ne, da steht unser Kumpel nicht so drauf, weil es heilige Welt. Auch wenn die granatmäßig gut ist. Aber okay, da muss ich dann durch. Das reicht leider noch nicht für ein Upgrade, dann graden wir den hier ab. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal weiter Raumhäfen und sowas ausbauen und überhaupt bauen. System Survey complete. Ja, da ist auch noch eine heilige Welt. Der hier ist noch bald in Reichweite. Und die Atmosphärenmanipulation ist zum Glück nicht mehr so lange hin. Dann sollten wir da auch hier sehen, dass wir hier mehr Kernsektorsysteme selber verwalten können. Monate noch. Das werden wir in dieser Episode, denke ich, nicht mehr vollkriegen. Construction complete. So, damit ich das nicht vergesse, gebe ich das schon mal in Auftrag. Wir haben hier noch Primitive. Die werden wir nicht länger beeinflussen. Wir werden mal dafür sorgen, dass wir die so langsam mal integrieren oder zum Vasallen machen. Mal schauen. Wenn ich den Vasallen mache, direkt unterwandern.
ist sogar erlaubt, wenn ich das richtig sehe. Nee, warum nicht? Hat Genmanipulation. Die fehlt uns, okay. Gut, dann ist der nächste Plan Genmanipulation. So, ich gebe noch einen Kreuzhorn-Auftrag währenddessen. System Survey complete. Research complete. So, da war die Atmosphärenmanipulation. Kernsektorsysteme plus 1. Ich denke, die werde ich nehmen. Symbol der Einigkeit ist natürlich auch gut. Zufriedenheit plus 5, plus 2 Einigkeit. Ist eine lila Technologie und geht recht schnell, nehmen wir. Kann man ja mal mitnehmen. Ach, das hier sind Forschungsboni, das ist ja brutal. So, die Energie fürs Terraforming haben wir auch zusammen, sehe ich gerade. Sehr schön. Alpinwelt war unsere. Ja, Alpinwelt, ich wollte nur mal sicher gehen. Wenn man mehrere Spiele parallel spielt, kommt man da gerne mal durcheinander. Jetzt ist das auch noch billiger. Okay, soll mir auch recht sein. Ist jetzt auch immer noch eine Fraktion. Und das sind 100% Materialisten haben wir, okay. Und die Materialisten sind bei uns sehr, sehr glücklich. Construction complete. Ja, er kann uns halt einfach überhaupt gar nicht leiden. Mal gucken, wie es mit ihm hier steht. Es geht. Research complete. Auf Nicht-Angriffspakt steht da nicht so. Würde er in Hand ein Forschungsabkommen machen? Oh, würde mich auch wundern. Wir garantieren einfach mal seine Unabhängigkeit. Schildkondensatoren, sehr schön. Bessere Energiehubs oder bessere Kraftwerke. Oder bessere Physiklabore. Schwere Wahl. Ich nehme die Kraftwerke. Die Kraftwerke habe ich genommen, weil ich mehr Energie brauche zum Terraform. So, Nahrung haben wir erstmal genug. Construction complete. System survey complete. So, jetzt wird es aber dringend Zeit für Raumhäfen.
So, hier muss das Konstruktionsschiff ja auch bald durch sein. Sieht so aus. Oh, 5 Mineralien fehlen, ernsthaft? Jetzt will ich nur eben den Auftrag geben. Research complete. So, neue Forschung. Genmanipulation. Ja, dann fangen wir doch an mit dem DNA-Mapping. Das bräuchten wir dafür. Auf geht's. So. Aber wir pausieren jetzt hier. Schauen noch mal kurz. Wir brauchen noch 52 Monate für das Fleisch ist schwach. Es wird also noch eine Weile dauern. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da und schaltet morgen wieder ein.